Willkommen zu einem kleinen Video. Ich bin gerade im Hintergrund auf Survival, Baum-Survival. Na toll, jetzt dankt mir oder gefällt jemandem einen Kommentar von mir. Na toll, auf einem meiner Videos. Hat ein Like gegeben. Ja, wunderbar, danke für denjenigen. Ja, ich bin gerade im Hintergrund auf Survival. Survival ist momentan von den Umbaumaßnahmen noch am wenigsten betroffen. Da habe ich bisher noch kaum was gemacht. Aber darum soll es ja in diesem Part oder in diesem Video nicht gehen. Und zwar werde ich nun ab heute bis nächste Woche Samstag, das ist der 20. Juli, im Praktikum sein. Ich habe da in Minecraft schon darüber geredet, beziehungsweise werde noch darüber reden. Auch so in den Livestreams habe ich das schon angesprochen. Ich habe das generell schon so hier und da angesprochen. Nun ist es soweit. Für mich ist gerade noch Donnerstagabend. Ja, noch ist es Donnerstagabend. In 4 Minuten ist es Freitagmorgen. Ja, moin. Ja. Und ja, was ich damit sagen möchte, ist, es kann sein, dass ich erst verspätet auf Kommentare reagieren kann. Bitte wundert euch dann nicht. Es werden in der Zeit keine Livestreams kommen. Das ist, denke ich mal, klar, wenn ich nicht zu Hause bin. Weil ich bin ja im Praktikum und da bin ich auch komplett woanders. Also ich habe morgen eine Fahrtzeit von 3 Stunden erstmal. Ist nicht ganz so viel. Freue mich aber schon auf die Fahrt. Und wie ich dann da zum Kommentare beantworten komme, weiß ich nicht. Ich habe das alles auf meinem Handy. Ich habe da YouTube Studio installiert. Aber dann muss ich auch erstmal sehen, ob ich da Internet habe. So wie ich bei der Schulung, ich war ja schon mal zur Schulung dort. Da hatte ich kaum bis gar nicht Internet. Bedeutet, es könnte sich wirklich als schwierig gestalten. Daher könnte es so sein, dass ihr dann, ey, Regen hier habe ich jetzt nicht bestellt, dass ihr dann ein paar Tage warten müsst. Des Weiteren kann ich auch nicht auf irgendwas anderes reagieren. Sei es, ja, keine Ahnung was. Vielleicht Events oder so. Die Videos kommen ganz normal. Außer dass halt jetzt Inside beendet ist. Ich habe alles vorproduziert. Minecraft Hardcore kommt. Minecraft kommt, Pokémon Schwarz 2 kommt und ja, das war's dann auch schon. Ich hatte eigentlich noch ein Mad Gamble Video geplant, habe ich schon aufgenommen. Allerdings werde ich das erst danach die Woche releasen. Da hatte ich jetzt leider nicht mehr die Zeit für das zu schneiden und dann dementsprechend hochzuladen. Das werde ich dann nachmachen. Minecraft Hardcore ist jetzt sogar schon für 2 Wochen vorproduziert, da auch Jonas, mit dem ich ja Minecraft Hardcore aufnehme, morgen auch in Urlaub fährt, aber statt eine Woche fährt er 2 Wochen weg. Bedeutet, da mussten wir dementsprechend mehr vorproduzieren. Sonst ist alles fertig. Was für Videos kommen, könnt ihr natürlich im Sendeplan anschauen. Link dazu in der Videobeschreibung. Und nachdem ich wieder da bin, an dem jeweiligen Samstag, da wird es dann auch ordentlich Livestreams geben. Ich freue mich auf jeden Fall mega doll drauf. Werde ich auch noch in Minecraft ansprechen, dass da wirklich, ja, werde ich einige Livestreams machen. Richtet euch darauf ein, vielleicht jeden zweiten, dritten Tag oder so. Immer so 19, 20 Uhr. Ich werde dazu auch nochmal dann ein Infovideo raushauen. Und generell werden dann für Livestreams feste Zeiten eingerichtet, zumindest für die Sommerferien. Und die dauern ja dann nach meinem Praktikum noch 4 Wochen. 4 Wochen sind das dann noch. Uiuiui. Gut, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn ihr das Video seht, bin ich aber bestimmt schon unterwegs. Also ich werde dieses Video 12 Uhr am Sonntag raushauen. Gut, da bin ich gerade Mittagessen, aber danach geht's auch direkt los. Bedeutet, ja, kann so sein, dass ich dann nicht gleich antworten kann, aber ich werde auf jeden Fall antworten. Und ich bin mir auch eigentlich relativ sicher, dass ich jeden Abend versuchen werde, auf Kommentare einzugehen. Ich werde sie auf jeden Fall dann rechtzeitig immer schon lesen, weil die kommen bei mir per E-Mail halt direkt an. Aber das Antworten gestaltet sich halt ein bisschen schwierig. Gut, dann wünsche ich euch eine angenehme Woche und ich freue mich auch schon auf morgen. Aber ich freue mich auch wieder, wenn ich zu Hause bin und weiter aufnehmen kann. Ich habe nämlich jetzt zum Beispiel kein Pokémon mehr geschafft. Ich wollte eigentlich unbedingt noch eine Pokémon-Folge aufnehmen, wo ich auch nochmal sage, so, dann bin ich aber eine Weile weg.
Hat nicht ganz so funktioniert. Bis dann und bye.